Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der Kai vom Weber Original Store in Gründau. Ich möchte euch heute mal die Neuheit für 2023 vorstellen, den neuen Elektrogrill Lumin. Diesen gibt es als Lumin in der größeren Variante wie hier oder als Lumin Kompakt. Dieses Grillgerät möchte ich euch jetzt gerne vorstellen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich möchte euch jetzt den Lumin einmal im Detail vorstellen. Wir haben jetzt hier an der rechten Seite die Steuerungseinheit. Hier lässt sich der Grill steuern. Der Grill hat verschiedene Funktionen, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Wie bei Weber üblich lässt sich die Steuerungseinheit entnehmen, sodass man den Grill schön trocken lagern kann und die Elektronik auch draußen weg ist. Das kann man hier einfach so einstecken. Hier haben wir jetzt einen geschlossenen Deckel, wie bei Weber üblich, mit dem Deckelthermometer. Das Ganze ist aus emailliertem Metall. Innenliegend haben wir jetzt einen zweigeteilten Gussrost mit der freiliegenden Heizschlange, damit schön Fleischsäfte abdampfen können. Und hier unten haben wir eine schöne Fettfangschale, die dann wie immer ganz unten in der rausnehmbaren Fettfangschale mündet. Das, wenn das vollgelaufen ist, kann man einfach tauschen und dann wieder bequem einfach hier unten einsetzen und schon kann weitergegrillt werden. Der Lumin oder auch der Lumin Kompakt sind beides sehr leistungsfähige Elektrogrillgeräte. Gerade durch die Kombination aus geschlossenem Deckel und Gussrost lässt sich eine wirklich tolle Hitze erzeugen, um sehr, sehr gut zu grillen. Es gibt hier Zubehörteile, wie zum Beispiel diese Schale oder dieser Korb. Für was die genau sind, das zeige ich euch, denn der Lumin kann nicht nur grillen, denn er kann auch dämpfen, er kann auftauen und er kann sogar auch räuchern. Wie das im Einzelnen aussieht, zeige ich euch jetzt. Neben dem direkten Grillen, was hier auf dem Grillrost stattfindet, gibt es durch die Zubehörteile einige Zusatzfunktionen. Wir starten einmal mit dem Auftauen von Tiefgefrorenem. Hierzu können wir einfach den Rost hälftig entnehmen, setzen die mitgelieferte Schale hier an dieser Stelle ein. Fürs Auftauen benutzen wir jetzt 250 ml Wasser, gießen das hier rein. Und jetzt haben wir diese Schale, die auch dem Weber Grill Gemüsekorb ähnelt, so einmal oder wir können es so rum reinsetzen. Der Pfalz nach unten, das heißt so rum müssen wir es einsetzen, wenn wir auftauen wollen. Setzen das hier rein. In dem Fall habe ich jetzt tiefgefrorene Garnelen mir einmal geholt. Leg die hier oben drauf. Gehe mit der Hitze auf die höchste Stufe und schließe den Deckel für 15 Minuten. Danach sollte das Grillgut aufgetaut sein. Ist das noch nicht ganz aufgetaut, kann man die Garzeit einfach oder die Auftauzeit einfach etwas verlängern. Die 15 Minuten Auftauzeit sind nun beendet und siehe da, unsere Garnelen sind hervorragend aufgetaut. Da kann man sie direkt rüberlegen und direkt auf dem Rost schön direkt grillen. Bei größeren Fleischstücken kann man hier auch noch etwas mehr Wasser einfüllen. Der große Lumin fasst bis zu 750 ml Wasser, um eben die Auftauzeit zu verlängern. Jetzt stelle ich euch die Dampfgarfunktion vor. Ich möchte also Gemüse dampfgaren. Ich könnte sogar eine Dampfnudel da drauf machen. Hier setze ich jetzt nun wieder dieses Becken anstelle des hälftigen Grillrostes ein, fülle mein Wasser ein und beginne zunächst erstmal so, dass ich den Regler auf höchste Stufe stelle. Damit heize ich jetzt erstmal den Dampfgarer 10 bis 15 Minuten vor, setze nun diese Schale hier ein, mit den Wänden nach oben zeigend, also genau umgekehrt zum Auftauen. Und nach 10 Minuten kann ich hier an dem Regler in die Dampfgarfunktion gehen und gebe hier mein Gemüse rein und kann das so lange dämpfen und garen, bis es zum gewünschten Punkt gelangt ist. Deckel zu und los geht's. Jetzt stelle ich euch noch die Räucherfunktion vor. Wir setzen wieder hier unsere Schale ein, geben so eine Handvoll Räucherchips hierzu. Die habe ich jetzt gewässert. Man kann sie auch ungewässert dazugeben. Da wird das Ganze deutlich intensiver sein, neigt aber natürlich dazu, eventuell auch zu verbrennen. Nun geben wir wieder unseren perforierten Korb hier rein und legen ihn wie beim Auftauen so rum rein. Jetzt heizen wir den Grill wieder zur vollen Hitze auf. 10 bis 15 Minuten, bis es anfängt zu rauchen. Dann reduzieren wir die Hitze etwas in der Smoke-Funktion, Smoke-Position, das ist hier an dem Regler gekennzeichnet. Danach kann ich mein Grillgut, wenn es raucht, mit geschlossenem Deckel direkt hier drüben grillen, kann aber auch das Grillgut direkt hier oben auf den perforierten
Korb legen, sodass es noch intensiver mit Raucharoma versorgt wird. Wir heizen das Ganze jetzt auf und Deckel zu und dann zeige ich euch gleich, wie das raucht. Die Aufheizzeit fürs Räuchern ist jetzt beendet und man sieht ganz deutlich, die Rauchentwicklung hat begonnen. Und ich öffne kurz, gehe hier in die Smoke-Stellung. Ich reduziere also damit etwas die Hitze. Könnte jetzt das Grillgut hier auflegen und hier und könnte das Ganze schön mit dem Rauch veredeln, je nach Geschmack, Fruchthölzer, Nusshölzer und dergleichen. In dieser Konfiguration, auch ohne dem Räucherholz, wäre es noch möglich, auch vielleicht eine Schale hier oben aufzustellen, um auch nochmal eine Speise warm zu halten. Das funktioniert in der Konfiguration ohne Räucherholz auch perfekt. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Video zum Thema Lumin und Lumin Kompakt gefallen. Der tolle Elektrogrill ab 18. Januar 2023 im deutschen Handel verfügbar. Wir freuen uns auf die nächste Grillsaison im kommenden Jahr und freuen uns schon auf das erste Zwitschern im Garten. Und wenn es draußen wieder heißt, always happy barbecue, der Kai aus Gründau.